Ja, wieder mal herzlich willkommen, liebe Zuschauer von FS1. Ateliergespräche, diesmal unter freiem Himmel hier am Untersberg. Genauer gesagt Marmorsteinbruch Fürstenbrunn. Neben mir die Direktorin der Sommerakademie, Hildegund Amanshauser. Hildegund, wie läuft's bei euch? Es läuft sehr, sehr gut in diesem Jahr. Wir haben 18 Kurse, zum Großteil auf der Festung, einen eben hier im Kiefersteinbruch, einen im Theater, im Kunstquartier. Und die Studierenden, die gerade da sind, das sind ja nicht immer alle auf einmal, weil die Kurse unterschiedliche Länge haben, sind hochbegeistert, die Lehrenden auch. Also ich bin sehr zufrieden. Ist ja nicht zum ersten Mal, dass die Sommerakademie hier stattfindet. Seit wann gibt es eigentlich die Sommerakademie Salzburg? Die Sommerakademie Salzburg gibt es seit 1953. Die ist gegründet worden von dem Maler Oskar Kokoschka, der in seinen frühen Jahren auch ein Performance-Künstler war. Und der hat diese Akademie gegründet auf der Festung Hohensalzburg. Und seitdem gibt es sie. Und wie sind jetzt die Kurse gestaltet? Es geht ja um bildende Kunst. Ja, bildende Kunst ist sehr, sehr viel. Also zum Beispiel im Theater geht es logischerweise mehr um das, was Theater ist. Das nennt man in der bildenden Kunst Performance-Kunst. Das ist auch ein Kurs erstmals in unserer langen Geschichte, der gemeinsam ist mit der Sommerakademie vom Mozarteum. Das heißt, wir haben einen Kurs mit einem Komponisten und einen Kurs mit einem Performance-Künstler. Und die arbeiten gemeinsam und machen eine Performance. Da gibt es natürlich noch Malerei. Da gibt es, ja, wobei wir, also es gibt alle Formen von Kunst. Es gibt einen algerischen Künstler, der heißt Massinissa Selmani, der unterrichtet Zeichnung. Dann gibt es natürlich Malerei, es gibt Installation, es gibt Künstlerbuchmachen. Also wir verstehen bildende Kunst sehr breit und es ist jetzt auch nicht so, dass man unbedingt, wenn man in einem Malereikurs ist, der vorwiegend sich mit Malerei beschäftigt, nur malen darf. Also für uns ist Kunst ein weites Feld, das nicht sich durch die Techniken allein definiert. Hier im Steinbruch ist natürlich die Steinbildhauerei die vorragende Technik, die ganz wichtig ist und die man hier lernen kann. Das hat deswegen eine große Bedeutung, weil man auf den Kunsthochschulen normalerweise nicht mehr Steinbildhauerei lernt und weil es in Europa kaum einen Steinbruch gibt oder gar keinen, sagen manche, wo man direkt im Steinbruch diese Technik lernen kann. Also ist das ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Es gibt ja eine Herzensangelegenheit der Sommerakademie und auch der Hildegund. Wie schaut das aus? Also du sprichst das Projekt Globale Planetare Akademie an. Das ist ein Projekt, das wir seit etlichen Jahren verfolgen, wobei das letztendlich auch auf Kokoschka zurückgeht. Kokoschka hat die Sommerakademie ja internationale Sommerakademie genannt und für ihn war es immer wichtig, dass hier Menschen aus der ganzen Welt unterrichten können und studieren können. Und das war natürlich 1953, war Zeit des Kalten Kriegs, die Alliierten waren noch in Salzburg, war das was sehr Bahnbrechendes auf der Akademie. In Wien zum Beispiel haben viele alte Nazis unterrichtet, ein paar andere auch. Und jetzt Lehrende aus der ganzen Welt zu haben, wobei die ganze Welt damals die westliche Welt war für ihn, logischerweise. Das war ganz was Besonderes. Ja. Und es gab auch wichtige Architekturkurse, wo Architekturstudierende aus ganz Europa kommen sind, weil hier konnte man bei amerikanischen Architekten zum Beispiel studieren. Und wir haben das fortgeführt. Die Welt hat sich stark geändert. Wir kennen das alle, Globalisierung die letzten 20 Jahre. Und auch der Kunstbetrieb hat sich stark globalisiert. Und wir haben daher uns zunehmend gefragt, wie funktioniert dieser Kunstbetrieb? Und wir verstehen uns als eine, wir nennen es planetare Akademie, weil das nicht so stark verbunden ist mit der Globalisierung in ökonomischer Hinsicht. Und wir fragen uns, wie können wir eine planetare Akademie sein, die wirklich von Menschen aus der ganzen Welt besucht wird und wo Menschen aus der ganzen Welt unterrichten? Und wie funktioniert das Unterrichten und das Lernen und Lehren auf diesem planetaren Level? Dazu machen wir auch Symposien, machen wir Vorträge und zum Beispiel gestern hatten wir gerade einen Vortrag, wo es ging um die Kunstszene in der Golfregion. Und wir machen auch mit den Freunden der Sommerakademie, waren wir dieses Jahr in der Golfregion, in Sharjah, Dubai und Abu Dhabi. Das heißt, es involviert praktisch unser ganzes Programm. Ich mache Vorträge
zum Beispiel in Lahore in Pakistan, und dann kommen die Studierenden von dort und auch Lehrende, ist gerade eine ganz, ganz wichtige Figur aus Pakistan, Imran Qureshi, bei uns, der auch international sehr bedeutender Künstler ist, der auch bei Ropatsch ausstellt. Das heißt, das ist diese Planetare Akademie, die ist für uns ganz wichtig, weil wir, und wir können dieses Projekt auch machen, weil wir eine kleine Institution sind, weil ich allein das Programm verantworte und daher auch viel schneller bin als zum Beispiel staatliche Akademien, bei denen das viel länger dauert, die aber auch natürlich weniger Leute aus der ganzen Welt kriegen, weil die wollen ja jetzt nicht für immer nach Wien übersiedeln. Das heißt, ein pakistanischer Künstler wie Imran Qureshi, der in Lahore lebt, kommt halt für 2,5 Wochen zu uns und lehrt Miniaturmalerei, eine alte Technik, die man eben dort noch weiter tradiert. Und dann kommen Künstler, Künstlerinnen aus der ganzen Welt und lassen sich das von ihm beibringen. Und das ist uns wichtig. Seit wann gibt es eigentlich den Arbeitsplatz Steinbruch? Den Steinbruch bei der Sommerakademie, also den Steilbildhauerkurs, gibt es seit ca. 35 Jahren. Die Idee kam von dem österreichischen Bildhauer Karl Brandl und dem tschechischen Miloš Klupač, und es ist gegründet worden als Steinbildhauer-Symposium. Ein Symposium bedeutet, dass die Künstler, Künstlerinnen gemeinsam arbeiten und leben. Und das tun sie hier auch. Unsere Studierenden können in den alten Arbeiterhäusern leben, und es gibt ein eigenes Haus, wo gekocht und gegessen wird, und ein eigenes Haus, wo geschlafen wird. Und sie müssen sich den Alltag gemeinsam organisieren. Und dadurch entsteht natürlich eine sehr intensive Atmosphäre, wenn man 4 Wochen gemeinsam lebt und arbeitet. Und das ist Teil dieser Idee auch hier. Gibt es sowas wie den Lagerkoller? Das kann manchmal eintreten, ja. Also es wird von allen Beteiligten natürlich viel verlangt, abverlangt im Sinn von Gruppendynamik, aber sie haben ja die Steine, auf die sie sich hauptsächlich konzentrieren, und sie haben 3 Lehrende für maximal 12 Studierende, die da auch sehr darauf achten, dass sozusagen das Gesamtpaket stimmt. An der Sommerakademie ist unser größtes Ziel, die Studierenden und die Lehrenden natürlich auch zufriedenzustellen, dass sie wieder von uns weggehen und begeistert sind. Sehr oft sagen sie, es war viel zu kurz, und wir evaluieren auch alles und wissen, womit die Studierenden und die Lehrenden zufrieden sind und womit nicht. Und unser wichtigstes Tool dafür, dass Leute wieder kommen. Also wir fragen unsere Teilnehmenden, warum kommt sie zu uns? Und das sind über 50%, weil ihnen das jemand empfiehlt. Ja, das heißt, jeder Studierende, der weggeht und zufrieden ist, ist gut für uns und bringt uns neue Studierende. Mundpropaganda ist die beste Werbung. So ist es, ja, bei uns besonders. Ja. Ja, jetzt neben mir Karin Reichmuth, gebürtige Schweizerin, bildende Künstlerin und gelernte Steinmetzin. Karin, was hat dich denn vor vielen Jahren zum Stein geführt? Also für mich war es immer wichtig zu sehen, was ich tue. Und ich glaube, das kommt davon, dass ich sehr naturverbunden bin ursprünglich. Und dieses dreidimensionale, räumliche, Stein ist ja dann doch eher ein hartes Material. Deshalb war die Steinmetzausbildung wie ein Hintergrund, um zu sagen, okay, ich kann schnell zu einer Form kommen, ich kann effizient arbeiten, also sehr, sehr handwerklich, um in Zwischenzeit nach Kunststudium in Wien und auch in Reykjavik und viele Aufenthalte im Ausland, so dass ich jetzt hauptsächlich in Carrara in Italien in den Steinbrüchen an meinen Skulpturen arbeite. Aber dass diese beiden Formen von dem handwerklichen und dem künstlerischen Denken, das hat ein bisschen gebraucht, diese beiden Pole zusammenzubringen. Hast du natürlich den Vorteil, dass du dein Arbeitsmaterial von der Pike auf gelernt hast, beziehungsweise von innen nach außen, von außen nach innen gut kennst? Ja, das würde ich schon sagen. Aber ich glaube, im Stein, man ist nie fertig. Es kommt immer was dazu. Jeder Stein fordert andere Werkzeuge, andere Techniken. Wenn man mit verschiedenen Leuten arbeitet, lernt man immer wieder was dazu.
ich glaube, man muss vielleicht sogar 10 Jahre daran arbeiten, um mal herauszufinden, ob man es mag oder nicht. Also es ist ein sehr langsames Medium, es ist der Fluch der Steine, sie sind schwer, es dauert. Also nicht der Fluch der Karibik, sondern der Fluch der Steine. Das Gewicht. Ja, okay. Was führt dich jetzt hierher zu der Salzburger Sommerakademie als Kursleiterin? Also sicher die Hildegund Amannshauser, die mich angefragt hat, ob ich das dieses Jahr hier im Kiefersteinbruch leiten kann, was ich als eine sehr wertvolle Herausforderung auch gerne angenommen habe. Das Ding ist natürlich hier, man ist so unmittelbar. Man ist unmittelbar beim Stein, man ist dort, wo der Stein abgebaut wird, dementsprechend schon eine ganz andere Voraussetzung, als wenn man einen Block vor sich hat in seinem Atelier. Also das ist sicher auch eine Erfahrung, die da mitschwingt, die auch sehr toll ist, einen Monat in einem Steinbruch arbeiten zu können. Und die Kursteilnehmer, an die werden ja auch Herausforderungen gestellt. Der Kursteilnehmer muss ja vorher schon wissen, was will ich denn in diesen wenigen Wochen eigentlich machen? Wie ist da der Ablauf? Also es war so ausgeschrieben, dass sich die Leute mit einer Skizze, mit einer Zeichnung, mit einem Modell, kann auch ein Konzept sein, die sich mit der Steinsuche verbindet, aber dass eigentlich die Leute die Form oder das Inhaltliche mit sich auch schon mitbringen. Weil 4 Wochen, das klingt zwar lange, ist aber für eine Skulptur nicht lange. Und weil viele Leute hier auch noch nie mit dem Stein gearbeitet haben und es scheint jetzt gerade wieder so ein Trend zu werden, auch in der bildenden Kunst, dass die Leute sich wieder auf dieses Medium, sagen wir jetzt mal, was ja eben sehr viel mit Handwerk zu tun hat, doch wieder Feuer fangen und finden, ja, das will ich jetzt und dieses Abarbeiten und man kriegt ja auch viel zurück. Wie schaut denn dann eigentlich der Tagesablauf hier im Steinbruch aus? Naja, also die erste Woche war das so, dass wir um 8 Uhr, ab 8 sind wir hier auf dem Werkplatz und das waren schon sehr viele technische Hilfestellungen, halt wirklich auch Mikkel, der Co-Teacher, hat dann auch eine Vorführung gemacht, wie man die einzelnen Werkzeuge, ein bisschen die Geschichte zu den Werkzeugen. Also es war wirklich das allererste Mal Handling von Handwerkzeugen, dann auch von der Flex. Und da waren wir schon, also hier ist halt immer auch die Sicherheit ein Thema. Und die erste Woche war mal so ein Handling zu finden, neben dem mitgebrachten Modell oder Zeichnung den Stein finden. Aber das allererste war mal so mit der Form und dem Stein, den man hier finden konnte und auch Hans uns den runtergebracht hat. Das ist natürlich eine Paradiessituation, zusammenbringen, um dann eben die Werkzeuge kennenzulernen. Zweite Woche war dann eigener Rhythmus finden. Natürlich eben die Routine, das ist ein bisschen wie beim Skifahren. Also man verlernt es nicht, aber man kann aus der Übung kommen oder man muss zuerst eben reinkommen, um diese eigene Form im Stein zu finden. Jetzt, diese Woche ist dann schon eher das Thema, dass man die Form gefunden hat, weil nächste Woche haben wir ja auch schon Open Day am 23. ab 4 Uhr. Und es geht einem Ende entgegen. Aber das waren so 3 Kapitel, also seine eigene Form im Stein finden. Die Form entstehen lassen und jetzt eine
einen Abschluss wieder zu finden. Und eben 4 Wochen sind relativ kurze Zeit. Ich gehe sicher bei allen vorbei. Ich sage manchmal auch, oh, jetzt flattert die Flex, der Winkelschleifer, nicht drücken und so weiter. Also wir sind da auch hinterher, auch wenn es mal regnet, Kabelrollen umlegen. Es gibt ganz viele solche Momente, aber natürlich ist es interessanter, wenn die Leute das selber herausfinden und dass man dann eben inhaltlich auf die Oberfläche vom Stein, wie will man das lösen, das Inhaltliche verbinden kann mit dem Material. Ja, und wie viele Kursteilnehmer sind eigentlich dabei und woher kommen die? Es sind 10 Leute, die am Kurs beteiligt sind. Wir haben Leute aus Amerika, also aus den USA, dann aus Russland, dann aus Dänemark, aus Schweden, aus Österreich und auch aus Deutschland. Und also es gibt so eine skandinavische Gruppe, eine russische Gruppe, eine amerikanische Gruppe und eine kleine deutschsprachige Gruppe. Also sehr bunt gemischt und sehr, sehr international. Ja, absolut. Was ist denn die Zielsetzung sowohl aus Sicht der Kursleiterin als auch der Kursteilnehmer, Teilnehmerinnen? Was soll nach den 4 Wochen herauskommen, unter Anführungszeichen? Also von meiner Seite die Begeisterung für den Stein und die Arbeit darin. Ich glaube, das ist das, was ich schlussendlich am besten vermitteln kann. Natürlich auch ein Werkstück, dass man etwas geschaffen hat, was möglichst weit vollendet ist. Auch hier gibt es verschiedene Ansätze. Vielleicht machen die Leute eine Serie oder einfach eine Arbeit, das ist dann eben wieder individuell, aber ich glaube, es gibt auch einen großen Erfahrungswert, überhaupt miteinander am Stein zu arbeiten. Und man profitiert sicher auch viel voneinander, aber dass eigentlich die Skulptur im Stein wieder zurückfindet und das Interesse ist da und das freut mich riesig. Und da gebe ich alles dafür, dass ich einfach so viel von meinem Wissen auch mitgeben kann. Ja, Karin, noch ein paar Worte zur Geologie. Der sogenannte Untersberger Marmor ist ja kein richtiger Marmor. Es heißt ja Untersberger Marmor. Woher kommt das? Also der Untersberger Marmor, der ist eigentlich ein Kalkstein. Ich glaube, Marmor, die Bezeichnung von Marmor steht ihm zu, weil man schon sehr detaillierte Arbeiten machen kann mit diesem Untersberger Marmor. Der Stein hat die Qualität, sehr feine Arbeiten, Bildhauerarbeiten zu machen. Ich denke, das kommt davon. Es ist aber eben ein Kalkstein, es ist ein Sedimentgestein, ein Stein, der nicht umgewandelt wurde, wie ein Marmor, aber immer ein Calciumcarbonat. Ja. Wir stehen ja hier vor einem Teil Untersberger Marmor und du zeigst uns jetzt einen Trick mit Wasser. Ja, Trick. Also es ist ganz einfach. Es ist halt so, wie wenn man einen Stein im Fluss findet. Mit Wasser sieht man halt, was im Stein drin ist. Also es hat hier eben auch diese Brekzie, diese Einschlüsse. Das ist eigentlich wie natürlich eine natürliche Zementation von diesem Ablagerungsgestein. Dann hat es eher rosa, dann gibt es gelb, dann teilweise sogar grüne Einschlüsse. Also man findet viele verschiedene Farben in diesem Untersberger Marmor. Es ist sozusagen ein Charakteristikum, die unterschiedlichen Farben. Klar, und das ist natürlich auch toll. Also es ist nicht so leicht, sowas zu bearbeiten, wenn man von Hand arbeitet, weil die brechen manchmal auch aus, diese Einschlüsse.
aber es ist, da ist es sehr homogen. Also die Auswahl des Steins ist auch sehr wichtig.